Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich zum zweiten Vortrag im Rahmen unserer Ringvorlesung über Strukturen begrüßen. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, unseren heutigen Sprecher anzukündigen, Professor Paul Ziche von der Universität Utrecht. Paul Ziche hat in München und in Oxford Physik als erstes Fach, Psychologie und Philosophie studiert. Er wurde 1995 mit einer Arbeit promoviert, in der es um naturphilosophische Begriffe, naturwissenschaftliche Begriffe bei Hegel und Schelling ging. Er ging dann an das Ernst-Haeckel-Haus der Universität Jena als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ging von dort zur Bayerischen Akademie der Wissenschaften, wo er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kommission mitgearbeitet hat, die das Gesamtwerk von Schelling herausgibt. Und er ging dann 2008 an die Universität Utrecht, wo er bis heute in der Fakultät für Philosophie und Religionswissenschaften lehrt und zahlreiche akademische Verwaltungs- und Leitungsfunktionen übernommen hat. Die Arbeitsgebiete von Paul Ziche sind außergewöhnlich breit verteilt. Er ist ein Experte für den deutschen Idealismus, für Kant, Hegel, Schelling, insbesondere auch für Naturphilosophie, für die Philosophie der Psychologie, für die Geschichte der Naturphilosophie und für viele weitere Themen. Und er wird heute zu uns sprechen über Strukturen zwischen Mathematik und Philosophie, neue Allgemeinbegriffe um 1900. Und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag, Paul. Matthias, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wobei ich hier, wenn ich dem von mir sehr geschätzten Schelling folge, ausdrücklich auch die Studierenden einbeziehen möchte, die Schelling als Kollegen der Dozenten und umgekehrt bezeichnet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, heute hier sein zu dürfen, nicht nur, weil ich empfänglich bin für den Genius des Ortes, sondern auch, weil das unter anderem eine Fortsetzung ist von Gesprächen über Physik und Philosophie, Matthias, die wir vor 35 Jahren begonnen und nie wirklich konsequent weitergeführt haben. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und im Rahmen der Ringvorlesung über Strukturen sprechen darf. Strukturen, denen ich mich annähern möchte, auf der Grundlage von zwei Disziplinen, der Mathematik und der Philosophie, und auf der Grundlage eines historischen Zeitpunkts, der Zeit um 1900, wobei Sie mich bitte nicht auf eine jahrgenaue Eingrenzung dieses Zeitpunktes festlegen möchten. Was ich zeigen möchte, ist, dass sich in der Interaktion dieser Disziplinen in dieser Zeit die wesentlichen Bestimmungen des Strukturbegriffes ergeben, die bis heute in den unterschiedlichsten Strukturalismen, mathematisch, linguistisch, ethnologisch und so weiter, präsent sind. Mir ist aufgefallen, dass ich eigentlich kaum philosophische Autoren heranziehen werde, sondern insbesondere Autoren aus der Mathematik und der mathematischen Physik. Damit wiederhole ich in gewisser Weise eine Erfahrung, die viele Philosophen in dieser Zeit um 1900 gemacht haben. Die Erfahrung nämlich, dass man sich von Innovationen in diesen Gebieten, Mathematik, mathematische Physik, in philosophisch fruchtbarer Weise inspirieren lassen kann. Ich werde also auf die Mathematik schauen aus der Perspektive eines mathematisch interessierten, geisteswissenschaftlichen Philosophen mit einem gewissen Hindsight aus der Entwicklung, die sich seitdem ergeben hat. Die Grunderfahrung, von der die begrifflichen Neubestimmungen, die ich Ihnen vorstellen möchte und die ich mit dem Strukturbegriff verbinden möchte, ausgehen, besteht in der Möglichkeit, auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Teilgebiete. Und Teilgebiete können Typen von Phänomenen sein, Disziplinen, Methoden, Denkweisen, in einer neuartig präzisen Weise aufeinander zu beziehen und sogar
in neuartig präziser und informativer Weise miteinander zu identifizieren. Diese Formulierung, die ich gerade gegeben habe, wird uns in Varianten im ganzen Vortrag immer wieder begegnen. Das Motiv der Verbindung unterschiedlicher Gebiete hatte auch Manfred Salmhofer in seiner Vorlesung von letzter Woche bereits angesprochen. Ein Beispiel, und ich werde eine ganze Reihe von Beispielen präsentieren. Der große Mathematiker Felix Klein, der uns auch noch mehrfach begegnen wird in meinem Vortrag, veröffentlicht 1884 ein Buch mit dem schönen Titel Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade. Die Abbildung links stammt aus diesem Buch, eine stereografische Projektion eines Ikosaeders, also desjenigen platonischen Körpers, der von 20 gleichseitigen Dreiecken begrenzt wird. Im Foto rechts, das Stahlgerüst, ist ein solches Ikosaeder. Bereits dieser Titel liest sich in gewissem Umfang überraschend. Was soll ein so handgreiflich anschauliches Objekt wie das Ikosaeder mit einem so sperrigen Objekt zu tun haben wie dem Lösungsverhalten von Gleichungen fünften Grades? Im Jargon der Mathematiker lassen sich diese zwei Typen von Fragen auf eine tiefliegende und zugleich natürliche Weise miteinander verbinden. Dass diese Verbindung möglich ist, abstrahiert von den spezifischen Theorien, Geometrie auf der einen Seite, das Ikosaeder, algebraische Gleichung auf der anderen Seite, und zeigt, dass eine allgemeinere Theorie möglich ist, von der aus sich dann die beiden konkreten Objekte als Spezialfälle darstellen lassen. Und das Auffinden einer solchen, nochmals sei es gesagt, besonders präzise formulierbarer Verbindung von Teilgebieten geht wesentlich ein in den Strukturbegriff, wie er sich in dieser Zeit entwickelt. Operationen des Zusammenführens gehen aber noch sehr viel weiter. Das illustriert einerseits, welche Faszination ausgehen konnte von dieser integrativen Geste, andererseits auch, wie wichtig es ist, Kriterien zu entwickeln, um bloße Assoziationen zu unterscheiden von wirklich tiefliegender Verbindung. Viele der Beispiele, die ich präsentieren werde, können eventuell bloße Assoziationen sein. Es wäre dann eine weitere Forschungsfrage, inwieweit tatsächlich eine tiefliegende Verbindung hierin aufzuweisen ist. Mein Beispiel hier sehen Sie rechts auf dieser Abbildung. Das Ikosaeder wird etwas später sehr konkret und wieder zugleich abstrahierend verwendet, wenn der ungarische Choreograf und Tanztheoretiker Rudolf Laban das Ikosaeder als das Grundmuster des modernen Tanzes verwendet. Im Kontext der Lebensreformbewegung auf dem Monte Verita in der Schweiz baut er solche Ikosaeder und lässt darin tanzen, zugleich auch im Kontext des Bauhauses. Er entwickelt auf dieser Grundlage auch eine neue abstrakte Notation für Tanzbewegungen. Und hier wird bereits deutlich, wie die Präzision, mit der die verschiedensten Operationen, die wir in und mit einem Ikosaeder ausführen können, für die Strukturierung von Tanzbewegungen verwendet wird und zugleich wiederum in eine formale Notation überführt wird. Dieses Beispiel also führt direkt zur Leitfrage meiner Ausführung, der Frage nämlich, welche allgemeinsten Begriffe erlauben es uns, sehr unterschiedliche Gebiete in bedeutungsvoller und selbst bereichernder Weise zusammenbringen. Im mathematischen Beispiel kann man die Lösung algebraischer Gleichung oder das Studium des Lösungsverhalten algebraischer Gleichung wie im Beispiel Kleins der Gleichung des fünften Grades und die Eigenschaften geometrischer Körper sehr einfach zusammenbringen. Man kann es in einer komplett trivialen Weise zusammenführen, wenn man sagt, es geht in beiden Fällen um Mathematik. Es wird also etwas miteinander zu tun haben. Selbstverständlich ist diese Aussage überhaupt nicht befriedigend. Man möchte unbedingt etwas Spezifischeres haben, wenn man nach einer solchen tiefliegenden Verbindung von Eigenschaften geometrischer Körper und algebraischen Gleichungen sucht. Eventuell wird diese Aussage aber doch informativ, wenn man mit ganz neuer Anspruchshaltung spezifizieren kann, was es heißen soll, es gehe um Mathematik. Und auch dieses Motiv werden wir im Laufe des Vortrags noch einmal sehen. Die Frage muss also sein, nicht wie kann man
so weit wie möglich den Bogen von Verbindung und Integration spannen, sondern wie kann man so präzise wie möglich Begriffe und Methoden entwickeln, die es ermöglichen, zunächst scheinbar unterschiedliche Phänomene, Gebiete und so weiter zusammenzubringen. Einige ganz kurze terminologiegeschichtliche Vorbemerkungen zur Vorbereitung. Strukturbegriffe müssen, wenn man diese Leitfrage stellt, jedenfalls in besonderer Weise allgemein sein und dann auf eine informative Weise. Die Forderung nach Allgemeinheit drückt sich in durchaus bemerkenswerter Weise im einschlägigen Sprachgebrauch aus. Das Grimmsche Wörterbuch oszilliert, Struktur kann hier, es ist überhaupt bemerkenswert, dass Grimm einen Eintrag Struktur hat, weil das Grimmsche Wörterbuch grundsätzlich sehr zurückhaltend ist, was Fremdworte angeht. Das Wort ist also offensichtlich, der Eintrag kommt auch aus den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts, bereits eingebürgert. Struktur bezeichnet den äußeren Bau, genauso wie den inneren Aufbau, die Gliederung eines Objekts, eines Phänomens und so weiter. Es findet sich ganz vereinzelt im Mittelhochdeutschen, häufiger in neuerer Zeit und wird in der Sprache der Wissenschaft ein Terminus von eigenartiger Bedeutungsausprägung. Das heißt, dass das Grimmsche Wörterbuch noch gar nicht so ganz sicher ist, was mit dem Strukturbegriff anzufangen sein soll. Die Beispiele für die Sprache der Wissenschaft sind einerseits die Strukturchemie dieser Zeit, die Psychologie, insbesondere aber ein Hinweis auf die Geisteswissenschaften, der wiederum den universell integrativen Anspruch des Strukturbegriffs benennt. Ein Verweis nämlich auf Wilhelm Dilthey, in dessen Texten Struktur immer wieder verwendet wird als ein überindividueller Sinn- und Wirkungszusammenhang. Struktur ist, auch ausweislich dieses Eintrags, eine Art von Neologismus, jedenfalls ein Begriff, der erst in moderner Zeit wirklich Prominenz erlangt. In den Texten, die ich heute präsentieren werde, finden wir immer wieder sehr viel ältere Begriffe, alltäglich gewordene Begriffe, die in neuer Bedeutung in den mathematischen Kontexten neu bedacht werden. Begriffe wie Gebilde, Ding, Struktur oder Alternativbegriffe zu Dilthey's Zusammenhang wie Relation, Beziehung, Ordnung, Funktion. Manche dieser Begriffe sind eher technisch, viele sind tatsächlich alltäglich. Ein besonders hübsches Zitat von Jean-Paul zum Begriff Gebilde wird ebenfalls bei Grimm angeführt. Die Sprache ist ein Gewölke, an dem jede Fantasie ein anderes Gebilde erblickt. Genauso wie Ding ist Gebilde, aber auch Struktur offensichtlich ein Begriff, der eingeführt wird, um in besonders flexibler und offener Weise neue Möglichkeiten des Entdeckens innerhalb bestehender Sachverhalte zu formulieren. Es gibt eine ganze Reihe von interessanter Neologismen. Mein liebster Neologismus wird auch noch später genauer vorgeführt werden. Der Begriff des Fügemittels bei dem von mir sehr bewunderten mathematischen Axiomatiker Moritz Pasch. Strukturen finden wir auch innerhalb eines bestimmten Teilgebietes in der Philosophie der Mathematik, dem mathematischen Strukturalismus, wobei interessanterweise Struktur hier jetzt abgrenzend formuliert wird. Ich habe Struktur zunächst integrativ eingeführt, viele Erläuterungen formulieren abgrenzend. Struktur, kann man sagen, geht zum Beispiel nicht aus von einer inneren Natur eines Objektes, sondern von Relationen zwischen Objekten. Es gibt hier viele Menschen, die nebeneinander sitzen. Das Nebeneinandersitzen ist eine Relation zwischen Personen in diesem Saal, die aber unabhängig ist von der inneren Natur dieser Person, sondern die achtet auf die Relation. Hiermit wird natürlich sofort die Frage nahegelegt, ob man nicht auch Relationen zu inneren Naturen machen könne, und der Strukturbegriff scheint manchmal auch so etwas vorzuschlagen. Oder ein mathematischer Strukturalismus studiert abstrakte Strukturen. Dieselbe Frage legt sich nahe, kann dieser Abstraktionsschritt nicht auch wieder sehr konkret gemacht werden?
Herr Salmhofer hat vorige Woche Strukturen als eine Einschränkung eines offenen Raums von Möglichkeiten umschrieben. Auch hierin lässt sich eine Frage stellen, wenn man, wie ich es heute probieren möchte, Strukturen zunächst als eine Erweiterung der Möglichkeit des Denkens über unterschiedliche Sachverhalte auffasst. Das könnte eine Frage für die Diskussion sein. Eine Illustration: Alle diese Begriffe finden sich wiederum in unterschiedlichen Kontexten. Paul Klee in seinem kleinen Buch über die moderne Kunst hat eine ausführliche Digression über die Begriffe Gebilde und Gruppe. Der Gruppenbegriff ist selbstverständlich ein Begriff, der uns auch in der Mathematik begegnet, und illustriert das mit dieser sehr hübschen kleinen Zeichnung. Gruppen und Gebilde scheinen hier dadurch gekennzeichnet zu sein, dass sie geformt sind, ohne dass ausgeführt werden könnte oder müsste, welche Form präzise vorliegt. Gruppen bezeichnen ein Zusammengehören einzelner Elemente, wobei die abstrakte Eigenschaft des Zusammengehörens herausgegriffen wird. Ich werde noch etwas präziser werden. Was ich an dieser Zeichnung besonders einleuchtend finde, ist die Variation von Grundformen, die dann zu einer schwarmartigen Darstellung führt, in der eindeutig konkret als Fische erkennbare Objekte und viel weniger eindeutig als solche formulierte Objekte, die genauso gut Wellen sein könnten, nebeneinander zu stehen kommen, mit einem karikaturhaften Lächeln in dem jagenden Fisch rechts dazu ausgebildet im Bild. Was möchte ich vor diesem Hintergrund heute mit Ihnen besprechen? Ich möchte zuerst in einem ersten Abschnitt einige Ausführungen zu dieser für mich so interessanten Zeit um 1900 machen, die ich als eine Zeit des Und, eine Zeit weitreichender Synthesen vorstellen möchte. Eine Zeit also, in der genau das Zusammenführen von zunächst auseinanderfallenden Gebieten betont werden muss. Ich möchte mich dann neuen allgemeinen Begriffen speziell in der Mathematik widmen, wobei diese Begriffe, wie schon anhand einiger der bereits genannten Worte eingeführt worden ist, oszillieren zwischen einem technischen Gebrauch und sehr viel weiteren Möglichkeiten der Verwendung für diese Begriffe. Und ich werde mich am Schluss einigen philosophischen Implikationen widmen. Ganz am Anfang möchte ich mich sofort, bevor ich mich der Zeit um 1900 als einer Zeit großer Synthesen zuwende, der naheliegenden Frage entledigen nach den überdeutlichen Spannungen, die wir in dieser Zeit selbstverständlich antreffen. Das ist eine Zeit, die zuläuft auf die katastrophische Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Es gibt diese Spannung, aber es gibt daneben eben auch die großen Synthesebemühungen. Und das Nebeneinander von Spannungen und Synthesen kann man natürlich ebenso gut wiederum als sowohl eine Spannung als eine Syntheseleistung beschreiben. Illustration: Die schöne Formel von "Unsere Zeit ist eine Zeit des Und" stammt aus einem Artikel von Wassily Kandinsky, einem Artikel mit dem schönen, kompakten Titel "Und". Ein solcher Titel wird uns auch noch einmal später begegnen in einem ganz anderen Kontext, in dem er betont, dass in seiner Zeit es ein Programm sei, es aber auch gute Evidenz dafür gäbe, dass das möglich ist, unterschiedlichste Teilbereiche der Kultur, der Kunst, gesellschaftlicher Praktiken zusammenzuführen. Ein besonders deutliches Beispiel ist diese Zeitschrift, die Zeitschrift Synthese, die es bis heute gibt. Heutzutage die am höchsten gerankte Zeitschrift für analytische Wissenschaftsphilosophie, beginnend in den 30er Jahren in den Niederlanden mit Autoren für die Philosophiehistoriker, Autoren des Wiener Kreises wie Moritz Schlick oder Friedrich Weismann. Autoren, die also für eine naturwissenschaftlich logisch fundierte Philosophieauffassung stehen, neben Autoren wie Martin Buber, die sich intensiv auch mit mystischen Themen befassen, oder Leo Schestow, und dem Autor Matthieu Schoenmakers, der bekennender Theosoph war. Der Anspruch dieser Zeitschrift ist: Unsere Zeit ist eine Zeit von Synthese, unsere Zeit ist eine Zeit der Synthese, alle diese unterschiedlichen Strömungen tatsächlich zusammenzuführen. Alles, was in dieser Zeit möglich ist, muss nebeneinander bestehen können. Natürlich sofort mit der Fußnote, das Zitat geht weiter, mit Tevens van Verschreurtheit,
aber zugleich auch von Zerrissenheit. Das Programm dieser Zeitschrift bleibt interessanterweise bestehen bis in die 50er Jahre. Erst dann schwenkt die Zeitschrift um zur wirklichen reinen analytischen Wissenschaftstheorie. Weitere Beispiele. Wenn man sich die elementarsten Objekte anschaut, die wir uns vorstellen können, für den Geometer sind das in vielen Fällen Punkte, dann finden wir in dieser Zeit, genau im Sinne dessen, was ich bereits zu Strukturen als basierend auf Relationen ausgeführt habe, vielfältige Versuche nachzudenken über die Relationen zwischen Punkten. Edwin Abbott Abbotts Roman Flatland 1884, genau wie Kleins Buch über das Ikasoeder, erzählt nulldimensional, aber doch plastisch aus dem Liebesleben der Punkte. Moritz Pasch, der Axiomatiker, auf den ich wie gesagt noch eingehen werde, analysiert anhand solcher ganz einfacher Diagramme verschiedener Punkte Relationen, wie die Relation des Dazwischenliegens oder des Nebeneinandersitzens, mit der Auffassung, dass diese Relationen bis dato in der Mathematik übersehen worden sind. Max Wertheimer, der Gestaltpsychologe, diskutiert die Frage, wie sich Punkte zueinander gruppieren können, bereits in der direkten Wahrnehmung. Georges Seurat kombiniert Punkte mit Farbflecken, um daraus plastische Bilder entstehen zu lassen. Und das wahrscheinlich interessanteste Beispiel ist wieder von Wassily Kandinsky, der den Punkten selbst Form zuschreibt und eine große Übersicht von Punktformen entwickelt. Während in den ersten Beispielen tatsächlich die Relationen wichtig werden, erhalten hier in Kandinskys Beispiel die Punkte selbst ein eigenes Leben, wobei es natürlich im strikten Sinne dann nicht mehr Punkte sind, höchstens noch in dem Sinn, dass es elementare Objekte für malerische Darstellungen werden. Man kann das ausweiten auf linienartige oder blockartige Darstellungen, wieder ein Beispiel, in dessen Titel tatsächlich der Begriff Struktur vorkommt. Paul Klees strukturale Umsetzung der ersten zwei Takte des Adagio aus der Sonate in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Hier der Versuch, aus einem komplexen Stück Musik die Struktur zu isolieren und dann in einer wiederum visuell komplexen, aber gegenüber der originalen Musik abstrahierenden Form von Darstellung sichtbar zu machen. Oder noch eine Dimension höher, wenn wir dann gleich nachdenken über Dinge, finden wir den Dingbegriff in interessanter Weise in vielfältigen Diskursen der Zeit um 1900 gebraucht. Der Chemiker, Wissenschaftstheoretiker, Wissenschaftshistoriker Wilhelm Ostwald diskutiert beispielsweise explizit die Frage, was der abstraktest mögliche Begriff ist, den wir annehmen können und annehmen müssen, und kommt wenig überraschend beim Begriff Ding zurecht. Ein Ding ist für Ostwald alles dasjenige, was sich mit einem Begriff benennen kann, wobei Begriffe sich aus der Konstatierung von Ähnlichkeiten in der Erfahrung bilden lassen. Ich habe unterschiedliche visuelle Wahrnehmungen, wenn ich hier durch den Raum schaue. Ich nehme gewisse Ähnlichkeiten wahr, die mich letztlich zu dem Begriff roter Aulastuhl in Heidelberg bringen. Diese Möglichkeit, aus dem komplexen Feld von Wahrnehmung Ähnlichkeiten zu versammeln und zu identifizieren, leitet zur Begriffsbildung und wird deshalb auch mit dem abstraktest möglichen Begriff Ding bezeichnet. Moritz Pasch verwendet interessanterweise den Begriff Ding in genau derselben Funktion und Bedeutung im Nachdenken über die Grundlagen der Mathematik. Etwas später, einige Jahre später, wird Heidegger dem Dingbegriff eine intensive Diskussion widmen, anhand des Beispiels eines Kruges, der über seinen Henkel, den auch Georg Simmel eigens in einem wunderbaren Essay thematisiert, und durch die fest umfasste und dadurch funktional gewordene Leere sich erst als Ding manifestiert. Und wiederum drängt sich mir sofort eine Assoziation auf, wenn man diese Kette des Nachdenkens über Dingbegriffe aufführt, wiederum nämlich zu Felix Klein,
der die berühmte Kleinsche Flasche beschrieben hat in der mathematischen Teildisziplin der Topologie, die Sie rechts sehen. Ein dreidimensionales Objekt, in dem der Zusammenhang von Flächigkeit und Körperlichkeit neu bestimmt wird. Jeder kennt das Möbiusband, das entsteht, wenn man ein Blatt Papier zum einmal dreht und zum Ring zusammenklebt, das keine Ober- und Unterseite mehr hat. Genauso hat dieses Objekt keine Innen- und keine Außenseite. Was ich hiermit ganz kurz benennen möchte, ist das Interesse in Diskussionen dieser Zeit, auch solche scheinbar elementaren Worte unseres alltäglichsten Sprachgebrauches wie Ding neu zu durchdenken und neu zu fassen. Es gibt auch rätselhafte Dinge in dieser Zeit. Und ein besonders gutes Beispiel für rätselhafte Dinge sind Objekte, die man nur noch als exotische oder rituelle Objekte ansprechen kann. Objekte aus Kulturen, die man nicht wirklich gut versteht und von denen man auch nicht genau weiß, wie man mit diesen Objekten umgehen kann. August Macke, der Maler, widmet diesem Thema einen eigenen Essay mit dem Titel Masken und fragt hier auch, was sind das für Objekte? Sind das Objekte, die von Künstlern gebraucht werden sollen und müssen? Objekte für ein Kunstmuseum, Objekte für ein ethnografisches Museum, Objekte für eine religiöse Aufstellung. Es sind Objekte, die zwingende Wirkung ausüben, aber nicht wirklich begriffen sind. Und auch diese Objekte begegnen uns wieder im Tanz, wenn Mary Wigman, eine der Grundlegerinnen des modernen Tanzes, explizit mit Masken tanzt, als ein Moment der Verfremdung und der Intensivierung. Letzter Punkt in meinem Beispiel, Panorama. Dinge sind keine inerten, unabhängig von uns existierenden Identitäten. Besonders deutlich wird das, wenn man den immer wieder als typisch modern angeführten Slogan von Form follows function heranzieht, der in seiner Hierarchisierung von Erstfunktion und die Form muss der Funktion folgen, direkt scheitert. Besonders deutlich dann, wenn dinglich geformte Umgebungen neuartige, aber nicht unabhängig vollständig explizierbare Funktionen mit sich bringen. Das schönste Beispiel für mich ist ein Beispiel aus Utrecht, das Rietveld-Schröder-Haus, in dem der Großarchitekt Gerhard Rietveld durch Architektur, durch Dinge, durch Möbel den in diesem Haus lebenden Menschen eine neue Form des Lebens vermitteln möchte. Eine Form von Leben, die viel dynamischer, beweglicher ist, als wir es bisher kennen. In dem berühmten Stuhl von Rietveld kann man wunderbar sitzen, aber nur 20 Minuten lang. Und die Idee ist dann, der Mensch soll auch nicht mehr als 20 Minuten stillsitzen. Wir sollen aktiv sein, wir sollen interagieren. Hier hätten wir also eine Architektur, die den Menschen explizit durch die Gestaltung der Dinge in unserer Umgebung zu stärker relationalen Wesen machen möchte. Lassen Sie mich zu mathematischen Themen kommen. Meine Leitfrage war und ist: Welche allgemeinsten Begriffe erlauben es, sehr unterschiedliche Gebiete in bedeutungsvoller und selbstbereichernder Weise zusammenzubringen? Diese allgemeinen Begriffe werden Strukturbegriffe sein müssen. Warum? Strukturen sind typischerweise multipel instanziierbar. Die Relation des Nebeneinandersitzens wird hier instanziiert und da und da und da. Es ist dieselbe Relation in verschiedenen Instanzierungen. Strukturen können auch nicht reduziert werden auf eine Auflistung von Elementen. Wenn ich Person A und Person B identifiziere, habe ich damit noch nicht die Relation des Nebeneinandersitzens identifiziert. Im Übergang vom Sprechen über individuelle Personen zur Relation oder zur Struktur des Nebeneinandersitzens liegt eine Abstraktion. Eine Abstraktion von den individuellen Personen. Diese Abstraktion kann aber zugleich bereichernd sein. Sie entdeckt in diesem Fall die neue Relation des Nebeneinandersitzens. Erforderlich ist, um mit diesen Überlegungen arbeiten zu können, dass man neue Methoden entwickelt zur präzisen Identifikation verschiedener Gebiete, Theorien oder Denkformen. Und genau hierfür war Mathematik im 19. Jahrhundert ein ausgesprochen fruchtbarer Ideengeber. Einige Beispiele.
Mein erstes Beispiel habe ich schon auf meiner ersten Folie gezeigt. Die Beziehung zwischen mathematischer Gruppentheorie und der Lösbarkeit von Gleichungen. Eine Gruppe in der Mathematik wird heutzutage meistens eingeführt als eine ganz allgemeine Entität, eine Menge mit einer Verknüpfung, sodass die Verknüpfung assoziativ ist, dem Assoziativgesetz gehorcht, was wir aus allgemeinen Rechenoperationen abstrakt kennen, die ein neutrales Element hat, also ein Element, das verknüpft mit einem anderen, nichts verändert, ein inverses Element, eine Umkehrung der Verknüpfung und so, dass jede Verknüpfung zweier Elemente dieser Menge wieder zu einem Element dieser Menge leitet. Motiviert wird eine solche Begriffsbildung aber zunächst aus ganz konkreten Kontexten. Und den konkreten Kontext hat Manfred Salmhofer vorige Woche auch bereits genannt, nämlich der Symmetrieoperationen. Zum Beispiel, das Beispiel wurde genannt, der Drehung eines Rades mit 5 Speichen, das mit unterschiedlichen Drehungen jeweils wieder die ursprüngliche Form des Rades wiederherstellt. Symmetrien, Operationen, die ein Objekt in sich selber überführen, bilden eine solche Gruppe. Und eine der großen Einsichten der Mathematik des 19. Jahrhunderts besteht darin, dass sich diese Symmetrieoperationen anwenden lassen zur Untersuchung des Lösungsverhaltens algebraischer Gleichungen. Entscheidend hierbei ist, dass hierzu neue abstrakte mathematische Begriffe, hier der Begriff der Gruppe, der interessanterweise wieder mit einem ganz alltäglichen Begriff benannt wird, eingeführt werden, die man sehr konkret in diesem Beispiel zum Beispiel einsetzen kann, mit denen man aber auch wiederum abstrakter operieren kann. Es lassen sich Aussagen auf der Ebene des abstrakten Gruppenbegriffs beweisen, ohne dass man hierzu mit solchen Beispielen arbeiten muss. Hier werden typischerweise unterschiedliche Gebiete identifiziert. Es wird auch gezeigt, dass sich unterschiedlichste konkrete Situationen mit einem solchen abstrakten Begriff wie einer mathematischen Gruppe beschreiben lassen. Das schönste Beispiel, für mich schönste Beispiel der Anwendung dieser Überlegung ist das berühmte Theorem von Emmy Noether. Ein Theorem, das jetzt Aussagen über mathematische Symmetrieoperationen verbindet mit physikalischen Aussagen. Es ist ein intuitiv unmittelbar einleuchtender Sachverhalt, der aber sehr avancierte Mathematik erfordert, um ihn explizit zu beweisen. Der Sachverhalt, dass wenn ein physikalisches System eine bestimmte Symmetrie aufweist, dieser Symmetrie eine Erhaltungsgröße entspricht. Das lässt sich alles noch sehr viel präziser formulieren, aber die Grundidee ist einleuchtend und auch physikalisch praktisch immer wieder wichtig. Typisches Beispiel, wenn sich ein System bei Rotation nicht verändert, rotationssymmetrisch ist, dann wird dieser Symmetrie eine Erhaltungsgröße, in dem Fall die Erhaltung des Drehimpulses, entsprechen. Emmy Noether hat dieses Theorem in einer kurzen Ankündigung ihrer Publikation selber bezeichnet als die größtmögliche gruppentheoretische Verallgemeinerung der bei der allgemeinen Relativitätstheorie der Physiker auftretenden Verhältnisse. Eine sehr schöne, kompakte Formulierung, die den Impetus auf Verallgemeinerung mit der Zusammenführung unterschiedlicher Gebiete verbindet. Nächstes besonders schönes Beispiel, projektive Geometrie. Mein zweiter Lieblingssatz in der Mathematik oder mathematischen, in diesem Fall Mathematik, ist ein Satz der projektiven Geometrie. Projektive Geometrie ist ein Teilgebiet der Geometrie, das Eigenschaften von geometrischen Systemen untersucht, die unter Projektionen unverändert bleiben. Rechts oben haben Sie eine solche Projektion, die Punkte rechts werden projiziert auf die eine Ebene links, wie in einer Kamera. Bestimmte Eigenschaften dieser Punkte bleiben unverändert. Das gilt dann nicht für metrische Eigenschaften, zum Beispiel Abstand, aber es gilt zum Beispiel für Eigenschaften wie Zwischenliegen. Punkt B bleibt auch in der Projektion zwischen Punkt C und Punkt A liegen.
Hiermit haben wir also ein geometrisches Verfahren, das die Aufmerksamkeit richtet auf solche relationalen Eigenschaften. Interessant an dieser Geometrie ist auch, aber das ist etwas, was ich jetzt nicht erörtern werde, dass man weniger Fallunterscheidungen braucht als in traditioneller Geometrie. Interessant für mich in meinem Zusammenhang ist, dass in der projektiven Geometrie die Unterschiede zwischen typischen fundamentalen mathematischen Objekten, insbesondere der Unterschied zwischen Punkten und Linien, verschwindet. Deutlich wird das in der Tatsache, dass man dual einander entsprechende Lehrsätze formulieren kann. Lehrsätze, die ineinander übergehen, wenn man jeder Aussage über Punkte eine genau entsprechende Aussage über Linien zuordnet und umgekehrt. Schönstes Beispiel sind die Sätze von Pascal und Brianchon. Im linken Fall, man nimmt 6 Punkte auf zum Beispiel einem Kreis oder allgemein einem Kegelschnitt, verbindet sie, wie hier gezeigt, zu einem Hexagon und sieht dann, dass die Schnittlinien dieser Verbindungslinien, J, K, I, auf einer Linie liegen. Ich kann umgekehrt anfangen, nicht mit Punkten, sondern mit Linien. Ich fange an mit 6 Tangenten an einen Kreis, verbinde die Schnittpunkte dieser Tangenten und sehe dann, dass die Verbindungslinien sich in einem Punkt schneiden. Es ist zweimal genau derselbe Satz, dass ich im einen Fall über Punkte gesprochen habe und im anderen Fall über Linien. Also in dieser Art von Betrachtungsweise werden selbst elementare geometrische Grundbegriffe wie Punkte und Linien austauschbar. Das ist auch unmittelbar plausibel, wenn man zum Beispiel sieht, dass man statt über Punkte sprechen kann über Büscheln von Geraden, die sich in einem Punkt schneiden und umgekehrt. Diese Überlegungen sind wichtig geworden in disziplinentheoretischen Fragen der Mathematik im 19. Jahrhundert. Insbesondere in der Frage, wie man die Geometrie überhaupt und das Bestehen unterschiedlicher Formen von Geometrie, Geometrien in der Mehrzahl, aufeinander beziehen kann. Ich habe schon eine projektive Geometrie genannt, jeder hat die klassische euklidische Geometrie im Kopf und es gibt noch sehr viele andere. Diese Frage wird explizit wiederum von Felix Klein gestellt, den ich hier doch als besonders eleganten Mathematiker auch bildlich präsentieren möchte. In seinem berühmten Erlanger Programm Vergleichende Betrachtung über neuere geometrische Forschung. Sie sehen wieder bereits im Titel das Programm dessen, was ich Ihnen hier vorführen möchte. Klein vergleicht unterschiedliche Formen von Geometrie und sucht nach einer Form der Verallgemeinerung. Den Begriff verwendet er selbst explizit, Verallgemeinerung der Geometrie, so dass man in der verallgemeinerten Form immer noch informativ über Geometrie überhaupt und über unterschiedliche Geometrien und deren Beziehung sprechen kann. Ich gebe Ihnen ein Zitat aus dem entsprechenden Text von Klein, das einerseits illustriert, wie hier die bereits genannten Grundbegriffe vorkommen, und wie Operationen, die offensichtlich erinnern an das, was ich über Gruppen und Symmetrien gesagt habe, in diesem Zusammenhang in der Verallgemeinerung der Geometrie zurückkehren. Es ist eine Mannigfaltigkeit und in derselben eine Transformationsgruppe, eine Gruppe von Veränderungen dieser Mannigfaltigkeit gegeben. Man soll die der Mannigfaltigkeit angehörigen Gebilde hinsichtlich solcher Eigenschaften untersuchen, die durch die Transformation der Gruppe nicht geändert werden. Klingt sehr abstrakt, aber es ergibt sich Schritt für Schritt anhand der unterschiedlichen kleineren oder größeren mathematischen Innovationen, die ich bereits angesprochen habe. Es ist eine besonders allgemeine Betrachtungsart. Dimensionsanzahlen sind unwichtig, Koordinatensysteme werden unwichtig und so weiter. Insbesondere gibt Klein in seinem Buch eine lange Liste von unterschiedlichen Theorien der Mathematik, die sich unter dieser Perspektive als dasselbe erweisen. Wir sehen also wieder das Motiv, mathematisch präzise formulierte Kriterien dafür anzugeben, wie sich
zunächst sehr unterschiedlich aussehende Theorien als im starken Sinne, und das ist eine ausgesprochen starke Wortwahl, als dasselbe erweisen können. Der große polnische Mathematiker Alfred Tarski hat etwas später genau diese Überlegungen auch verwendet, um nicht nur zu fragen, was ist eigentlich eine Geometrie? Das ist das Echo dessen, was ich am Anfang genannt habe, in der Frage, was ist eigentlich Mathematik? Sondern auch die Frage, was sind eigentlich logische Begriffe in dieser Weise zu analysieren? Letzter Punkt zur Mathematik. Ich bin ausgegangen von einigen Beispielen neuer mathematischer Theorien im 19. Jahrhundert. Ein wichtiges Teilgebiet der Mathematik in dieser Zeit beschäftigt sich mit der Axiomatisierung, den Grundlagen der Mathematik. Und mein großer Held hier ist der etwas weniger bekannte, aber den Experten doch vertraute Moritz Pasch. Ein Mathematiker, der, wenn man so etwas ausrufen möchte, ein Held der Ordnung war. Er wird beschrieben als jemand, der manisch überall nach Präzision und Ordnung gesucht hat. Auf seinem Schreibtisch musste alles präzise, rechtwinklig ausgerichtet sein. Ein Mathematiker, der in der Präzision der Grundlegung den Halt suchte, den er offensichtlich in der Mathematik viel zu oft vermisste, weil er der Annahme war, dass der menschlichen Natur das Denken im Grunde zuwiderläuft und nur mit den Mitteln mathematischer Präzisierung wir überhaupt imstande sind zu denken. Interessanterweise auch ein Autor, der wieder selbst interdisziplinäre Verbindungen legt, dadurch zum Beispiel, dass seine Arbeiten von einem Gestaltpsychologen, Kurt Kofka, herausgegeben worden sind. Also kein Zufall, dass auf einem früheren Abbildung Moritz Paschs Überlegung zu Punkten und Wertheimers Gestaltpsychologie zusammenkam. Was Moritz Pasch untersucht, ist zunächst Lücken aufzufinden im euklidischen System der Mathematik. Bereits im allerersten Lehrsatz der Geometrie bei Euklid, 2500 Jahre alt zu seiner Zeit, nicht ganz fast, entdeckt er eine Lücke. Zum Beispiel die Lücke, dass nicht klar ist, ob es zwischen zwei Punkten auf einer Strecke immer weitere Punkte gibt. Einfach deshalb, weil die Relation des Zwischenliegens noch nicht axiomatisch präzise gefasst ist. Dem möchte er abhelfen und ich möchte zeigen, wie er das macht, indem ich ein kurzes Zitat gebe aus seiner axiomatischen Methode in der modernen Mathematik, der den enormen Abstraktionsschritt aufzeigt, den er verwendet. Schreibt man für Alpha für Punkt, Beta für Strecke, Gamma für Gerade, Delta für Endpunkt, so kann man relativ elementare geometrische Aussagen in folgender Weise axiomatisieren. Es gibt Alphas, es gibt Betas, die Gamma sind. Es gibt also Strecken, die gerade sind. Und dann kann man sich überlegen, wie Punkte, Endpunkte, Strecken und Geraden zusammenhängen. Es kann einen Punkt und eine Strecke, die gerade ist, so angegeben werden, dass der Punkt ein Endpunkt der Strecke ist. Und zwar kann dies nicht nur für einen einzigen Punkt geschehen. Jede endliche Strecke hat zwei Endpunkte. Was mir hieran wichtig ist, ist, und das ist in gewisser Weise schon vorbereitet durch das, was ich zur projektiven Geometrie gesagt habe, in dieser Axiomatisierung geht es überhaupt nicht mehr um die inhaltlichen Bestimmungen Punkt, Strecke, Gerade, Endpunkt. Es geht nur noch um das, was Pasch die Fügemittel genannt hat. Die Beziehungen, die sich zwischen diesen Terminis herstellen lassen, die Stoffwörter, also die inhaltlichen Bestimmungen, spielen demgegenüber keine Rolle. Ultimative Abstraktion, die für Pasch notwendig und erforderlich ist, weil wir, wenn wir uns auf unsere Anschauung verlassen, niemals mit Sicherheit zuverlässige mathematische Aussagen erreichen werden. Ich fasse ganz kurz zusammen, was ich zur Mathematik sagen wollte. Wir finden im 19. Jahrhundert in unterschiedlichsten Kontexten neuartige Allgemeinbegriffe. Begriffe wie Gebilde, Struktur, Ding, Ordnung, Gruppe, wobei
etliche dieser Begriffe alltäglich motiviert sind, aber in diesem Duktus, wie wir ihn nun bei Pasch gesehen haben, abstrahiert und präzisiert werden müssen. Die aufregende Erfahrung für Mathematiker und auch außerhalb der Mathematik war, dass hiermit radikale Innovationen in der Mathematik möglich sind, zum Beispiel durch das Zusammenführen unterschiedlicher Gebiete, geometrische Symmetrien und Lösungsverhalten algebraischer Gleichungen, dass aber diese radikalen Innovationen selbst immer noch innerhalb der Mathematik stattfinden, also informativ sind, dass man auch über die neuen Allgemeinbegriffe mit den Methoden der Mathematik beweisend Aussagen treffen kann. Mathematik erweist sich hiermit als eine Disziplin, die nicht einfach nur deduktiv von ersten Anfängen aus ableitend Resultate entwickelt, sondern auch als eine Disziplin, die genauso fruchtbar generalisierend, verallgemeinernd arbeiten kann. Dieses Programm wird umgesetzt von einer Reihe von Theoretikern der Mathematik, die etwas versuchen, was auf den ersten Blick aussieht wie eine induktive Methode in der Philosophie der Mathematik. Wir vergleichen unterschiedliche Theorien in der Mathematik, entdecken Ähnlichkeiten und bauen auf dieser Weise stufenweise eine allgemeine Grundlage der Mathematik auf. Russell und Whitehead verwenden genau diese Strategie. Wichtig aber ist, dass es nicht einfach nur ein empirisches, induktives Vergleichen ist, sondern dass es, wie im Beispiel von Klein kurz genannt, präzise Kriterien geben muss für die Äquivalenz von Theorien. Dabei werden Anschaulichkeit und Unanschaulichkeit neu zur Diskussion gestellt. Die gerade zitierte Passage aus Pasch ist mit Sicherheit komplett unanschaulich. Zur Folge hat dieses, dass es in der Folge Lehrbücher geben wird, gänzlich ohne Abbildungen, aber interessanterweise auch Lehrbücher nur aus Abbildungen. Lassen Sie mich das noch kurz illustrieren. Links eine Seite aus Giuseppe Pianos Formulario Mathematico, ein Grundlagenbuch der mathematischen Logik, das in dieser Diktion geschrieben worden ist. Die Überschrift des Paragraphen 1 habe ich Ihnen aufgelistet, das ist die Überschrift des ersten Kapitels dieses Buches. Es sagt eindeutig, in diesem Kapitel werden die Grundbegriffe einer symbolischen Logik erläutert. Es ist ein Echo dessen, was Kandinsky genau in derselben Zeit mit dem kurzen Titel Und formuliert. Rechts ein Lehrbuch Felix Auerbach in Jena, Physik in grafischen Darstellungen. Ein Buch, das dann die ganze Physik entfaltet an der Hand von Bildern. Und wieder wird eine präzise Äquivalenz zwischen anschaulicher und unanschaulicher Darstellbarkeit erfordert werden und es ermöglichen, über diesen Unterschied der Darstellungsweise hinaus in beiden Fällen mathematisch und oder physikalisch tätig zu werden. Abschließend, ich nähere mich dem Ende meiner Ausführungen, philosophische Implikationen. Was ich nicht machen werde, ist eingehen auf Philosophen, die sich explizit mit den hier vorgestellten Überlegungen auseinandergesetzt haben. Die Liste wäre lang: Husserl, Carnap, Cassirer, Russell, viele andere. Wenn wir ganz kurz einen Schritt zurücknehmen und uns fragen, was nun strukturale Eigenschaften sind. Ich habe eine ganze Reihe von Bestimmungsmerkmalen dieses Begriffes genannt: abstrakt, zugleich konkret instanziierbar, verallgemeinernd und zugleich informativ bleibend. Interessanterweise gibt es kaum gute logische Analysen zum Begriff strukturale Eigenschaften. Typischerweise werden zwei erläuternde Eigenschaften dieses Begriffes genannt. Zum einen etwas, das innerhalb eines Axiomensystems definierbar ist, ohne dass man extern inhaltliche Informationen braucht. Denken Sie wieder an das Pasch-Beispiel. Oder etwas, das sich bestimmen lässt durch Invarianten. Etwas, das unverändert bleibt unter bestimmten Veränderungen. Wie wiederum, ich bleibe an meinem Beispiel, die
Struktur des Nebeneinandersitzens, die unverändert bleibt, ob ich jetzt diese zwei Personen nehme, diese zwei Personen und so weiter. Allerdings, auf die letzten drei Punkte komme ich abschließend noch einmal zurück, müssen wir an dieser Stelle sofort fragen, was wird eigentlich in einem Axiomensystem genau festgelegt? An diesem Punkt möchte ich eine philosophisch-mathematische Begriffsbildung nennen, die mir besonders wichtig ist, die Idee einer impliziten Definition. Eine Definition, die ich erhalte dadurch, dass ich Aussagen treffe über einen Bereich, der aber nicht zunächst bestimmt ist durch die Begriffe, die ich definieren möchte. Das beste Beispiel ist die Definition der Richtung einer Geraden. Im Hörsaal, in der Vorlesung, würde ich jetzt fragen, wer kann mir eine gute Definition geben für die Richtung der roten Gerade auf meiner Folie? Und eindeutig ist sowas wie oben rechts schwierig, denn das ist eine Definition, die immer schon Richtungsbegriffe enthält. Die Lösung für dieses Problem, die Gottlob Frege eingeführt hat, ist eine implizite Definition. Nämlich zu sagen, ich habe Schwierigkeiten zu erläutern, was die Richtung einer Geraden ist. Bei Euklid heißt es, es geht immer dieselbe Weise immer weiter. Aber auch das ist keine gute Definition einer Richtung. Was ich sehr wohl kann, ist parallele Geraden bestimmen. Ich kann zu jeder Geraden eine unendliche Anzahl paralleler Geraden zeichnen, ohne dass ich jetzt den Begriff Richtung verwenden muss. Das reicht dazu, wenn ich sagen kann, der Abstand bleibt überall gleich. Dann aber kann ich sagen, was alle diese parallelen Geraden miteinander gemeinsam haben, das ist, dass sie dieselbe Richtung haben. Auf diese Weise kann ich den Begriff Richtung einer Geraden definieren als dasjenige, was alle diese parallelen Geraden miteinander gemeinsam haben. Und dann können wir noch überlegen, ob man oben und unten mitnehmen muss, aber davon kann man zunächst hier abstrahieren. Es ist deutlich, dass diese Art von Denken zurückgreift auf alles, was ich bisher über Strukturen gesagt habe. Es geht um neuartige Eigenschaften, die sich daraus ergeben, dass ich in präziser Weise Äquivalenzen zwischen Objekten sichtbar machen kann, über die ich sprechen möchte. Damit sind wir bei der letzten Zusammenfassung, die ich Ihnen bieten möchte, und in diesem Zusammenhang werde ich auch noch einen mir sehr wichtigen philosophischen Punkt machen wollen. Was Strukturbegriffe uns ermöglichen, sind neue Niveaus von Allgemeinheit, von Abstraktion, die immer noch bedeutungsvoll sind und die damit bereichernd wirken können, die sogar bedeutungsvoller sein können als die weniger abstrakten Begriffe, niedergelegt immer wieder in Begriffen zwischen Alltagssprache und technischer Terminologie. Diese Formulierung erinnert sehr direkt an ein Thema, das in Heidelberg immer schon wichtig war, an klassische Überlegungen der Hermeneutik. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe vor langer Zeit gearbeitet in einem Sonderforschungsbereich, der sich zum Thema gestellt hatte, die Verdichtung von Kultur in Jena und Weimar um 1800 zu studieren. Und die jungen Mitarbeiter wurden dazu verdonnert, den Begriff Kultur zu definieren, um dann zu fragen, wie verdichtet sich Kultur in diesem Raum? Wir sind gescheitert, das war vorhersagbar. Es gäbe aber eine ganz einfache Strategie, um damit umzugehen. Und dann eine Strategie, die inspiriert sein kann durch die Überlegungen zur Mathematik, die ich Ihnen genannt habe. Lassen Sie uns nicht beginnen von Kultur, könnte man sagen. Lassen Sie uns beginnen von Phänomen der Verdichtung. Von der Tatsache, dass sich in einem bestimmten Kontext unterschiedliche Aktivitäten, Themen, Begriffe, Texte bedeutungsvoll aufeinander beziehen lassen. Und aus der bedeutungsvollen Beziehbarkeit unterschiedlicher Teilaspekte eine Definition von, eine implizite Definition von Kultur gewinnen. Die Gefahr ist deutlich. Was im mathematischen Bereich unproblematisch möglich ist, weil man die Beziehbarkeit präzise definieren kann, wird hier viel offener. Hier wären genau die Errungenschaften der Hermeneutik
in der Analyse dessen, wie man Bedeutung zuschreiben kann an Ereignisse, wichtig. Wenn man das ernst nimmt, dann kann man in einem solchen Beispiel genauso arbeiten mit hermeneutisch bedeutungsvollen Verdichtungen, die damit etwas festlegen, was sich hier verdichtet, wie man in der Mathematik mit der Richtung einer Geraden auf der Grundlage von Äquivalenzklassen der Parallelität operieren kann. Interessanterweise fällt hiermit das Objekt aus der Betrachtungsweise mehr oder weniger heraus. Hübscherweise sagt wiederum Kandinsky, den ich mehrfach herangezogen habe, genau dasselbe über das Thema konkrete Kunst. Das Objekt kann in der Kunst angewandt werden oder nicht. An diesem Punkt möchte ich enden mit nochmal einem Zitat von einem Autor, der auch schon kurz genannt worden ist, Rudolf Carnap. Ein Zitat, das darauf hinweisen soll, dass die Überlegung, die ich hier präsentiert habe, nicht nur abstrakt bleiben sollten, sie sollen insofern abstrakt sein, als sie Prozesse der Abstraktion rekonstruieren, aber ich habe versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, dass diese Prozesse auch sehr konkrete Bedeutung haben konnten. Rudolf Carnap, ein Philosoph, der den logischen Aufbau der Welt rekonstruieren möchte, formuliert in der Einleitung zu diesem Buch genau dies überlegen. Auch wir, und mit wir meint er wissenschaftsorientierte Philosophen, haben Bedürfnisse des Gemüts in der Philosophie, aber die gehen auf Klarheit der Begriffe, Sauberkeit der Methoden, Verantwortlichkeit der Thesen, Leistung durch Zusammenarbeit, in die das Individuum sich einordnet. Interessanterweise übrigens auch das Titelblatt der neuen Zeitschrift Revue à Concret, konkrete Kunst, ein auch schon abstraktes Titelblatt. Was ich Ihnen hiermit also gerne mitgeben würde, ist vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und der Wunsch für einen strukturierten, emotionalen und abstrakt konkreten Abend. Vielen Dank.